So, wie eben versprochen, geht's ja weiter mit der Schlacht bei Waterloo. Ich habe mir die ja bis zu guter Letzt aufgehoben und ja, wir werden sie jetzt einfach mal starten und spielen und schauen, was bei rauskommt. Was geht denn jetzt? Ah ja. Falsch geklickt. So, wollen wir nochmal sehen. Oh, hier gibt's keinen Text, keine Synchronisation. Das ist schlecht. Okay. Ich hab's jetzt nicht vorgelesen. So, hier scheinen wir diesmal ein paar mehr Einheiten zur Verfügung zu haben. Es ist schon eine etwas ausgewachsene Schlacht und tja. Ich bin mal gespannt, wie ich mich hier verhalten werde, ob ich angreife oder ob ich in der Verteidigungsstellung bleibe. Ich schaue mir erstmal das Schlachtfeld an, wie immer, und werde dann entscheiden, wie ich vorgehe. Ja, es ist so schön, wer den Befehl gibt, trägt auch die Verantwortung, ne? Also werde ich mich hier sehr gut überlegen, ob ich hier den Angriff gebe, Angriffsbefehl rausgebe, oder ob ich doch einfach erstmal abwarte. Na komm, lad mal ein bisschen schneller, Digga. Auf geht's. Nach Waterloo. Das kleine belgische Städtchen. Na, wo hängt's denn? Ah ja. So, wollen wir nochmal beginnen. Ich habe beschlossen, hier auf der Straße nach Brüssel südlich von Waterloo Widerstand zu leisten. Der Bursche rückt immer weiter vor, trotz des gestrigen... Der Hauptteil meiner Armee befindet sich am Hügel, der Schutz vor der korsischen Artillerie bietet. Die Verbleibenden stellen sich in Humor und auf der rechten auf. Eine Einheit Jäger versteckt sich im Obstgarten. Lehi Santé in der Mitte und was? Papelot zu meiner Linken. Diese Orte müssen wir halten. Okay. Der Mann hat seine Artillerie wie immer. Er besitzt stärkere Waffen auf der rechten Seite. Ach, ich spiele jetzt auch noch die Briten oder was? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Kaiserliche Garde hinter bla. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht sein Ernst, dass ich die Briten mime. Es ist sein Ernst. WTF? Ich will nicht die Briten sein. Ich muss es aber scheinbar. Wo ist denn die liebe Artillerie? Okay, die feuern schon gewaltig. Aber jetzt Flottmänner! Vorwärts! So, die Hügelstellung irgendwie versuchen sie halt. Und hier lassen wir alles so stehen. Obwohl ich am liebsten, bin ich ehrlich, die Kavallerie jetzt mit auf den rechten Flügel nehmen würde. Das werde ich auch tun. Alle drei Einheiten schicke ich jetzt hier über die Ebene. Genau da drauf. Alles auf die rechte Flanke. Und die linke Flanke muss halt sehen, wie sie klarkommt. Erstmal.
So, vorwärts jetzt, vorwärts. Für euren Kaiser. Los! Tut es, denn es muss getan werden. So, wie schaut's denn hinten aus? Verlass die Hügel und auf geht's. Da ich ja aus der Sicht der Briten diese Schlacht spiele, brauche ich ja eigentlich nur auf die Verstärkung warten. Denn dann müsste ja irgendwann, wenn sie historisch ist, die Schlacht, müsste ja irgendwann Blücher und die Preußen. So, ich hatte eben einen kleinen Hänger, mittlerweile geht's wieder. Ich musste das Spiel neu starten. So, ich werde versuchen, die rechte Flanke da ein bisschen zu tangieren von ihm. In irgendeiner Weise. Aber erst schauen wir uns nochmal die linke Seite an, dass hier nichts einbricht. Wir müssen ja hier auch ein bisschen den Überblick behalten. Und zwar gehen wir hier über die Mitte vor. Wenn da unsere Einheit ein bisschen unterstützt. Und ja, auf der rechten Flanke habe ich mir überlegt, mit der Kavallerie vorzubrechen. Ihn einfach frech dort anzugreifen. Ich mache jetzt genau das, was ich nicht soll, nämlich verteidigen, sondern ich greife an. Ich habe ein Gebäude verloren. Kann ich aber jetzt gerade mal keine Rücksicht drüber darauf nehmen. Das hole ich mir schon gleich zurück. Und die nächsten. Gerade nach vorne. Yes, sir. Ich habe eine Einheit Jäger hier versteckt. Ich hab's vergessen. Okay, das ist Fail. Ah, da starke Kavallerieverbände. Okay, Flanke ist geräumt. Ich habe hier nichts mehr. Jetzt wird's hart. Das wird hart. Die linke Flanke ist verloren und die rechte Seite auch. Also das muss ich anders angehen. Ich werde wahrscheinlich das nächste Mal meine Einheit auf dem Hügel stehen lassen. Denn so haben wir keine Chance hier. Ich weiß auch nicht, wann die Verstärkung eintrifft. Überhaupt noch irgendwas zu retten ist. Wohl. Tja.
hier einfach meine Einheiten hier hinten hin. Müsste das da eigentlich noch zu retten sein. Ich darf nur nicht dieses Gebäude hier verlieren, dann ist alles noch im grünen Bereich. Mach dein Karo. Vorwärts, Männer. Okay, das hier wird echt eng. Das wird eng. Infantry Elite.